Schauen wir jetzt, wie importiert man in Talente das Kursprojekt. Als Anhang an dieser Lektion findest du dieses projectexport.zip. Und das habe ich hier bei mir auch schon mal lokal in meinem Ordner liegen, um es von hier aus verwenden zu können. Und wie macht man das in Talent? Zum Beispiel hier im Repository auf Jobdesigns oder einen beliebigen anderen Knoten. Klickst du rechts und machst einen Import Items und wählst dann hier oben zunächst Select Archive File. Gehst dann zu dieser Datei, die du auch bei dir runtergeladen hast, wählst sie aus, sagst dann hier einfach Select All und Finish. Und damit werden die ganzen Elemente, die sich in diesem Projektexport befinden, hier in dein Studio, in dein Repository übernommen. Und du siehst hier schon die Struktur. Und das hat jetzt den Riesenvorteil, dass du nicht nur die Videos anschauen kannst, sondern auch jeden Prozess, jede Komponente, jedes einzelne Setting vergleichen kannst.